Hessen, ein starkes und stolzes Land in den deutschen Landen. Es hat es geschafft, groß, stark und mächtig zu werden. Große Teile der deutschen Lande unter seine Kontrolle zu bringen und auch fast ganz Dänemark. Mittlerweile ist Hessen im Jahr 1715 angekommen, eine wirklich starke Macht. Hessen hat Brandenburg in einer Personalunion unter sich und hat mit Polen, Litauen, Frankreich starke Verbündete sowie die Pfalz noch als Vasallen. Doch ein kleiner Fehler, der gemacht wurde, ein schwerwiegender Fehler, hat Hessen in einen unfassbaren Konflikt gebracht. In einen Krieg mit Österreich, Spanien, Großbritannien und Russland und damit in einen Krieg mit, ja, der kompletten Welt. Ein harter Krieg, der soeben begonnen hat und es ist unklar, ob dieser Krieg gewonnen werden kann. Nur Polen-Litauen ist an der Seite Hessens und dann natürlich Brandenburg und die Pfalz noch, Frankreich leider nicht. Es müssen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen werden. Deswegen fangen wir mal an. Wir haben unsere Armee-Einheiten damit deutlich nicht ausgenutzt. Deswegen sollten wir neue Armeen rekrutieren. Und wir sollten nicht hier sinnlos Bremen versuchen zu belagern. Das würde Ewigkeiten dauern, sondern versuchen dann nach Süden zu gehen. Also machen wir uns erstmal daran, eine neue Armee zu rekrutieren. Da machen wir mal ein... Naja, ist das eine gute Vorlage? Ja, machen wir die einfach doppelt. Eine hier. Und eine hier. Damit ist schon das ganze Geld, was wir aktuell hatten, weg für eine neue Armee, die wir aufbauen. Wo sind denn unsere restlichen Truppen eigentlich? Ah ja, hier unten. Genau, wir belagern nämlich schon Bern, das ist ganz gut. Und wie gesagt, hier oben die Armee nehmen wir mal und marschieren. Marschieren wir nach Lothringen. Ich würde sagen, wir marschieren mal nach Lothringen. Die sind auch im Krieg hier dabei, die Lothringer. Ist das wirklich so? Ja, tatsächlich. Ja gut, dann können wir Lothringen wenigstens mal schnell rauskicken. Das Elsass macht hier große Probleme. Die sind schon kurz davor zu fallen. Also unsere Pfalz hat leider keine guten Festungen. So, die Frage ist, was können wir noch machen aktuell? Tja, Condottieri werden uns nirgendwo angeboten. Wir bräuchten hier einen besseren Berater, aber wir bekommen aktuell leider keinen. Wo drohen denn Rebellen? Dafür haben wir jetzt ehrlich gesagt keine Zeit. Ach ja, wir haben ja noch eine Armee in den Kolonien hier. Das ist Spanien. Können wir da hinlaufen? Können wir da hinlaufen, wenn wir Militärzugang bekommen? Ja, wir sind auch gerade dabei, die Pfalz und Brandenburg zu annektieren. Tun hier mal Militärzugang erbitten. Tun wenigstens hier mal ein paar Gebiete in den Kolonien besetzen. Denn uns muss auch klar sein, dass wir die Kolonien langfristig wahrscheinlich verlieren werden. Neuhessen ist zwar recht stark, aber das wird, glaube ich, nicht ausreichen. Vor allem hier im Süden werden wir unsere Kolonien schnell besetzt bekommen. So. Okay. Lohnt sich jetzt schon Verteidigungserlasse? Ich denke nicht. Wir haben zum Glück starke Festungen. Ulm ist auch in diesem Krieg dabei. Oh je. So. Unsere Truppen werden aktuell rekrutiert. Ja, ja, Spanien beginnt hier alles zu besetzen. Damit war zu rechnen. Venedig hat Augsburg besetzt, ja. Wenn wir ein bisschen Glück haben und Bern jetzt besetzt bekommen. Oh. Ich marschiere da gerade schon hinein. Das war gar nicht meine Absicht. Wir warten mal noch kurz. Ah, wir haben leider kein Glück. Verdammt. Wenn wir 6000 Mann zurücklassen. Aber das könnte hier trotzdem nach hinten losgehen, wenn wir jetzt schon eine Schlacht suchen. Weil die Feinde haben hier nochmal 40.000.
10.000, 30.000. Das ist zu viel einfach auch für uns, würde ich sagen. Aber es wäre halt hier ein schöner Platz für die Schlacht. Die Frage ist, ob die Brandenburger dann da gleich dazu kämen oder nicht. Ah, nee, es ist zu gefährlich. Können wir da außen rum marschieren? Nein, können wir scheinbar nicht. Ach so, dann kommen wir da gar nicht hin. Dann müssen wir trotzdem die Schlacht suchen. Gut, dann versuchen wir mal die Schlacht zu suchen. So. Wann kämen wir an? 13. Juni? 15. Juni? Dann marschieren wir jetzt dorthin. Oh, die Frage ist, ob jetzt diese 32.000 dann unsere 10.000 Kanonen angreifen. Das wäre sehr ungünstig. So. Ja, jetzt marschieren natürlich alle dahin. In die Schlacht. Boah, vor allem hier auch noch die 3-Sterne-Generäle. Wie sieht's denn aus? Wir haben mehr Moral, wir haben mehr Disziplin. Wir würfeln sehr gut aktuell. Ja, der Feind hat hohe Verluste, aber die werden jetzt richtig viel Verstärkung bekommen. Und unsere Armee hier ist leider noch bei weitem nicht so bereit, wie ich mir das gewünscht hätte. Wenn es gut läuft, sind wir aber hier sogar schnell genug, dass wir die Österreicher platt machen können, bevor ihre Verstärkung auftaucht. Ja. Sehr schön, wir haben die Schlacht gewonnen. Wir konnten die Österreicher aus dem Elsass hier vertreiben. Das war wichtig. Dann nehme ich mal die Armee und gehe wieder hier hin. Und nehme die Armee und gehe hier hin. Die Gefahr ist jetzt tatsächlich, dass jetzt hier Bern angegriffen wird. Dem müsste ich mal noch zuvorkommen, bitte. Machen wir mal sicherheitshalber Gewaltmarsch dorthin. Ja, damit habe ich fast gerechnet. Wann seid ihr da? 7. Juli. Ah, toll, da oben wird schon die Schlacht geführt. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Und ich hoffe, dass die Schlacht auch sinnvoll ist. Dass wir die da führen. Naja, so sinnvoll ist die nicht. Wir haben natürlich den Malus hier. Aber der Feind verliert mehr Männer auf jeden Fall. Ah, wir haben die Schlacht von Bern gewonnen. Sehr gut. So, okay. Den schicken wir dorthin. Okay, und ihr bleibt hier. Sehr schön, das war eine wichtige Schlacht. Und wir schicken mal hier unsere Truppen noch mit runter. Wir haben aktuell noch ein paar kleinere Geldprobleme. Die Kanonen werden alle gerade noch gebaut. Zwei weitere Kanonen brauchen wir noch. Machen wir mal noch ein bisschen Kavallerie. Und noch ein bisschen mehr Infanterie, bitte. Komm schon, jetzt Bern, Falle. Falle endlich. Verdammt, ein bedeutender Mann ist gestorben. Wir haben aber wieder keinen guten Berater bekommen. Nur einen, na gut, Festungsverteidigung ist ja in der Zeit auch nicht schlecht. Hier nehmen wir mal den Gewaltmarsch weg. Und hier besetzen wir mal die Gebiete. Ja, toll. Brandenburg ist halt sinnlos mit seinen 50.000 in Hamburg. Das bringt alles nicht sehr viel. So, wir versammeln uns hier in Koblenz. Die Österreicher haben auch richtig gute 3-Sterne-Generäle leider. Großbritannien hat die Elfenbeinküste sich geholt. Ja, unser Ziel ist es jetzt erstmal, ein Land nach dem anderen rauszubekommen. Ich hoffe, dass die Polen-Litauer hier gute Arbeit im Osten gegen die Russen leisten, aber ich wäre mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Die haben jetzt gerade mal eine Festung, aber eine Festung ist wahrscheinlich nichts. Ne, 19 zu 53. Und wir haben immer noch nicht Bern. Wieso wollen die uns jetzt da angreifen? Das gefällt mir ganz und gar nicht, dass da jetzt plötzlich die Venezianer hinmarschieren. Und wir haben sowieso noch moraltechnische Probleme.
Die wollen natürlich noch keinen Frieden schließen. Tja. Ah, das ist jetzt ungünstig. 5. September. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr fliehen können. Da müssen wir mal die neuen Truppen. Kann ich die irgendwie so dazu schicken? Nee. Nee, die können nur so laufen. Ich gebe euch schon mal einen neuen General. Beziehungsweise, wie weit sind wir denn bei den militärischen Technologien? Da sind wir on top. Jawohl, und auch hier sind wir überall on top. Das können wir noch nicht machen, okay. Dann holen wir uns einen neuen General. Oh Gott, ist der schlecht. Im Nahkampf hat er null. Mehr als ungünstig. So, dann nehmen wir es aber auch Gewaltmarsch. Dann schlagen wir eben die Schlacht. Wenn die Venezianer sie schlagen wollen, sollen sie sie bekommen. Ah, shit, wollen jetzt die Österreicher unsere 1000 Männer angreifen? Ah, nein, das will ich jetzt tatsächlich verhindern. Dann führe ich lieber eine zweite Schlacht. So. Hier haben wir nämlich mehr Moral als die Feinde. Ach, jetzt trauen sie sich wieder nicht. Okay, die Österreicher haben wir hier unter Kontrolle. Die Schlacht schaffen wir auch alleine zu gewinnen. Dann gehen wir zurück nach Bern. So. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht und die Schlacht hier ist gewonnen. Heidelberg macht aktuell Probleme. Und wir nehmen mal wieder die Armee hier nach Koblenz, bitte. Okay, und jetzt kommen 71%. Ah, wir haben aber die Schlacht hier schon gewonnen. Sehr gut. Dann marschieren wir mal nach Franco irgendwas hin. Ah, und hier oben kämpfen die jetzt schon. Hamburg haben sie dann wohl liegen gelassen. So, jetzt Bern 71%, jawohl. Bern ist gefallen. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Die Österreicher wollen da oben eine Schlacht führen, dann kommen wir doch den Brandenburgern hier zu Hilfe. Da reicht, denke ich, eine Armee aktuell aus. 9. Oktober, jetzt haben wir eine zweite Armee. Die kann auch nach Heidelberg noch, falls da noch mehr Feinde kommen. Ja, da kommen noch mehr. Habe ich das Gefühl. So, genau, flottentechnisch wollte ich mich nochmal ein bisschen umschauen. Naja, die Russen haben hier Flotten. Die Briten sind hier auch noch dabei. Wir haben einfach geldtechnische Probleme tatsächlich. Ja, ich sollte wahrscheinlich den hier, weil er einfach zu viel kostet, mal auswechseln mit für einen, der Prestige bringt. Das gibt mir wieder ein Plus. Ich nehme mal ein Darlehen auf. Ach so, aber Hamburg ist hier im Westen. Dann bringt es das gar nichts, eine Flotte aufzubauen, weil, ja, macht keinen Sinn, denke ich, gegen die britische Flotte. Nee, dann konzentrieren wir uns auf unsere Landkämpfe. Wir werden auch früh genug noch Söldner brauchen. Ah, okay, wir haben jetzt hier schon alle besiegt. Das ging schnell. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt mit den Österreichern schon einen Frieden schließen können. Nee, 19 zu 53. Wir müssen mal noch weitere Gebiete erobern. Ach, die wollen hier wirklich die Schlacht führen, sehe ich gerade. Dann sollen sie das, wir kommen noch dazu. Währenddessen können wir mal Frieden mit Lothringen schließen. Ach, verdammt, die sind ja da auch dabei. Dann geht es jetzt nicht, weil eine laufende Schlacht ist. Naja, verdammt. Dann müssen wir erst die Schlacht gewinnen. Wir haben aber 120.000. Die Österreicher haben sich schon zurückgezogen. Ja, die Schlacht ist gewonnen. Wir können Frieden mit Lothringen schließen. Hessischer Vasall, nein, das machen wir jetzt alles nicht. Kriegsreparationen. Ja, gut, Religion wollen sie nicht, ist egal. Wir nehmen ein bisschen Geld, weil Geld werden wir brauchen. Das wollen sie aber gar nicht ganz machen.
Wie viel Geld können wir denn machen? Das können wir machen. Dann machen wir den Frieden mit Lothringen einmal. So, ist der erste Kriegsgegner raus. Das war schon schwierig genug. So, unseren Guten, wo bringen wir unseren Guten hin? Ulm. Ulm hat nur eine Festungsstufe von 1. Die können wir auch schnell rauskicken. Und Leopold von Lippstadt. Wo bringen wir den hin? Den bringen wir dann vielleicht mal in die Oberpfalz. Führen da die Truppen zusammen, die rekrutiert wurden. Nehmen natürlich den Gewaltmarsch wieder weg. Der kostet nur sinnlos Militärmacht und die werden wir noch brauchen. So. Also wir werden noch mehr Kanonen brauchen. Oder werden da noch welche? Ah, da kommen noch welche auch, okay. Unsere Rekrutenreserve macht mir ein bisschen Sorge. Ja, das ist ein Plus 3er, der ist zu teuer. Können wir hier, wartet mal, hier noch irgendwas nehmen? Außerproduktionseffizienz, gibt es da noch irgendwas Sinnvolles? Disziplin und Moral haben wir schon. Regeneration der Rekrutenreserve, das ist aber nicht die eigentliche Rekrutenreserve. Deswegen bringt das nicht so viel. Jetzt irgendwelche Gebäude noch zu bauen, ist wahrscheinlich auch nicht langfristig sinnvoll. Wie sieht es im Osten aus? Da bewegt sich nicht allzu viel. Seit wann sind denn die Franzosen in unserem Krieg dabei? Fällt mir gerade auf. Ach, cool. Das war mir nicht bewusst, dass die Franzosen da mitkämpfen. Sehr schön, okay. Dann haben wir ja doch, wie auch immer die jetzt noch dazugekommen sind, eine gewisse Chance, wenn die Franzosen auf unserer Seite sind, diesen Krieg zu gewinnen. Ausgezeichnet. Gut, dann machen wir mal weiter mit unseren drei Armeen. Hier unten haben wir, glaube ich, alles besetzt, was die Kolonien betrifft. Aber jetzt mit unserem Schiff irgendwo hinzufahren, wäre einfach nur noch Wahnsinn. Jetzt haben wir hier unten halt 19.000 Männer, die wir eigentlich woanders bräuchten. Ne, da können wir nicht hinlaufen, oder? Ne. Gut, dann marschieren wir hier wieder zurück. Und wir beobachten natürlich hier Ulm und so weiter. Ah, da haben wir auch schon die Belagerung von Ulm gewonnen. Dann können wir jetzt schnell nach Tirol gehen. Hat Ulm irgendwo Truppen aktuell? Schauen wir mal nach. Nee, das wollte ich nicht. Nein. Nochmal neu hier. Militär wollte ich nämlich. Und zwar bitte nach Buchstaben sortiert. Hier, Ulm. Nee, hat aktuell keine Armee. Deswegen können die auch keine Armee mehr rekrutieren. Deswegen müssen wir mit denen auch keinen Frieden aktuell schließen. Sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Unsere Kolonie hier unten ist selbst erhalten. Das ist schön. Gibt es noch Kolonien? Ich glaube nicht. Wir können hier nichts mehr kolonisieren aktuell. Nein. Gut, dann sparen wir uns auch noch Geld. Auch nicht schlecht. So, hier reichen 6.000 Mann. Hier müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen. Haben wir denn gut? Oh ja, wir haben einen guten General. Dann tue ich die mal nach Oberschwaben bringen. Hier reichen eigentlich auch 6.000. Da können wir auch mal den Großteil der Armee ein bisschen zurückziehen. Jetzt müssen wir hier halt nur aufpassen. Oh, die sind noch geschwächt, sehe ich gerade. Die müsste man fast angreifen eigentlich. 6.000 Mann reichen hier. Dann würde ich sagen, jetzt nehmen wir mal die hier zurück. Das ist halt kein guter General. Oh, oh. Toll. Kaum laufen wir da weg, kommt auch jetzt hier schon. Halt hier. Kommen auch schon die Spanier. Schicken wir mal die Verstärkungstruppen hin. Was? Druckerpresse bringt Vorteile. Es eignet sich hervorragend, um auch die vielen Ideen unseres Herzogs zu verbreiten. Sehr gut. Ja.
Müssen wir jetzt ein bisschen zurücklaufen. Wann kommen wir da an? 9. Februar, 14. Februar. Naja, gut, immerhin kommt die Armee schnell an. Ja, ist halt wieder ungünstig in Tirol eine Schlacht zu schlagen. Das gibt uns wieder einen Malus. So, hier kommt gleich noch eine größere Armee. Die sollte uns dann den Sieg bringen. Na, den haben wir sowieso schon bekommen, den Sieg. Sehr schön. So, du darfst wieder zu deiner Armee zurück. Ja, toll. Und du darfst auch mal wieder hier umher, hin und her laufen. Sinnlos. Ja, das kostet uns unendlich Rekrutenreserve, was wir hier machen. So, wir haben hier das erste besetzt. Sehr gut. Teilt euch mal auf. Und dann belagert ihr mal alles. So, Oberpfalz haben wir gleich zurückerobert. Jawohl. Ausgezeichnet. So, jetzt haben wir hier auch eine große Armee. Gehen wir mal nach Wien. Der Belagerer, der ist als Belagerer ganz gut dabei. Dann werden wir Österreich schnell aus diesem Krieg bekommen, würde ich mal sagen. Danach kümmern wir uns um den Rest. Ja, die Spanier machen uns schon Probleme. Können wir mit denen Frieden schließen? Oh, ganz knapp, aber nur nicht. Das wäre nicht schlecht, wenn wir mit den Spaniern schnell einen Frieden schließen könnten. Ja, mit den Russen geht natürlich nicht. Nein. Mit den Briten logischerweise auch nicht. Da haben wir nichts besetzt. Nein. Mit den Österreichern könnte es schon früh... Nö, da gibt es auch noch keinen Frieden. Okay. Dann müssen wir hier tatsächlich noch weitermachen. Ich will aber trotzdem mal schauen, dass wir nicht zu viel Rekrutenreserve hier verlieren. So. Gehen wir erstmal nach Linz. Dann nach Wien. Okay, soweit so gut. Ah, die Polen-Litauer haben scheinbar Schlachten verloren, mussten sich zurückziehen. Ja, das passiert. Wir haben nur noch 30.000 Rekrutenreserve. Unsere ganze Rekrutenreserve, die wir angespart hatten, ist innerhalb weniger Monate weg. Okay, irgendein Befehlshaber ist gestorben. Das war der hier. Verdammt. Es wäre mal gut, wenn wir einen besseren bekämen. Wir haben 91 Armeetradition. Wir müssten eigentlich einen richtig guten bekommen. Ja. Sehr gut. Belagerung Stufe 2. So, wieso das jetzt hier so lange dauert, weiß ich nicht. Ah ja, Venedig sollten wir auch recht früh rausholen. Das wäre ganz gut. So, wann ist jetzt das hier besetzt? Jetzt. Dann, ja, marschiert ihr mal nach, nee, nach Treviso können wir nicht. Ja, sammelt doch mal, euch mal dort. Können mal die Ostmark belagern. Okay, jetzt haben wir hier wieder eine schöne, volle Armee. Die Frage ist, sollten wir versuchen, gegen die Spanier hier zu ziehen? Ich würde es fast wagen. Mal mit Militärmarsch da runterlaufen. So, okay. Oh, die Hamburger belagern jetzt hier oben alles. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit für eine Söldnerarmee. So. 10.000 Söldner nennen wir das mal. Können wir mal hier unten ausbilden. Sollte ja recht schnell gehen. Sehr schön, wir haben die Belagerung von Tirol gewonnen. Das sind hervorragende Nachrichten. Jetzt können wir nämlich auch noch nach Treviso gehen.
Wenn wir jetzt noch Wien gewinnen, können wir sicherlich Frieden machen. Ah, wir haben eine Blockade der Bremer. Ich würde sagen, nutzt unsere Netzwerke von Freibeutern, um die Waren einzuschmuggeln. Wir sind mal hier ein bisschen erfinderisch. Sehr schön, die Söldner kommen zusammen. Und wir marschieren mal nach Treviso. Oder können wir vielleicht schon Frieden mit Venedig schließen? Nee. Ah, oh, ganz knapp, aber nur nicht. Haben die Geld? Weil dann würde ich natürlich gerne das Geld alles haben. Oh ja, 860 Dukaten, da lohnt sich's auf jeden Fall. Da lohnt sich's auf jeden Fall. Wie viel brauchen wir hier? 12. Mir fehlen knapp 1000 Männer hier. Ja, wir können ja auch mal ohne Kanonen nach Kärnten gehen. Und das noch belagern. So, der Rest hier wird alles besetzt. Wien ist kurz vor dem Fall. Es läuft doch überraschenderweise besser als gedacht. Die Venezianer, die wollen wir ja selbst hier rauskegeln. Mit den Russen können wir noch keinen Frieden schließen. Ja, oh, die Spanier. Ah, verdammt, das sind 68.000 Spanier. Das reicht nicht aus für unsere Armee hier unten. Das waren vorhin noch weniger. Ja, nicht gut. Wir könnten aber versuchen, die 6.000 hier zu erledigen. Das wäre doch immerhin schon mal was. So, die Ostmark ist besetzt. Dann gehen wir noch in die Steiermark. Und nach Graz. Ah, schaut an, jetzt laufen die dann nämlich weg. Die haben jetzt wohl Angst bekommen. Tja. Dann erwische ich sie nicht mehr. Tja, die Spanier machen echt Probleme. Da brauche ich dann mehr Truppen. Bremen. Ja, dann laufen wir vielleicht doch mal nach Bremen. Jetzt habe ich 10.000 Söldner. Da schützen wir mal die Belagerung von Hamburg vielleicht sogar. Oder oben gibt es eine Schlacht. Oh, natürlich gegen die Venezianer. Die wollen wir doch gerade rauskicken. Ah, da denken die wohl nicht dran. Ja, Ulm will Frieden. Ulm wird keinen Frieden bekommen. Wir haben die Belagerung von Wien gewonnen. Ah, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann gehen wir hier mal nach Kärnten. Oh, und wir sind ein Expansionist. Das gibt uns Kolonialwachstum. Bringt uns zwar jetzt nicht mehr so viel, aber egal. Naja, gehen wir mal nach in die Steiermark. So, sobald hier Krain erobert ist, machen wir Frieden mit den Österreichern. So, da unten haben natürlich die Spanier alles zurückerobert. Damit war zu rechnen. Oh! Hier ist Bremen. Kann ich die erwischen vielleicht? Die 8000 Stück. Ja, sehr schön. Die kann ich wipen. So sollte das auch sein. Hier fehlen jetzt immer noch Truppen, um die Belagerung von Hamburg zu machen. Sollten wir was zu Russland hochschicken? Ja, die Spanier machen halt Probleme. Vielleicht, wenn wir hier Neapel gewinnen, könnten wir mit denen Frieden schließen. Eine Revolte in Bonny? Ja, von mir aus. Die ist jetzt nicht schlimm, die Revolte. Ja, Treviso dauert noch ein bisschen. Wie sieht es hier aus? 35%? Jawohl, wow, Kärnten. Sehr schön. Das Problem ist nur, kriegen wir hier Militärzugang von Savoyen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Dann können wir auch notfalls hier über Frankreich wieder wegmarschieren, falls wir hier Probleme bekommen.
Ja, dann sollten wir doch jetzt langsam Frieden schließen. Okay, dann laufen wir doch nochmal schnell hier weg. Ja, ich weiß, dass ich jetzt zu viele Beziehungen habe. Ach ja, Manila, da brauche ich keinen Militärzugang mehr. Den kann ich wieder aufkündigen. Gut. Achso, jetzt muss ich warten, bis die Tage vorbei sind, bis mein Diplomat wieder zurück ist. Okay, dann gehen wir in die Steiermark hier noch. Schlacht von Osnabrück haben wir gewonnen, okay. So, wir haben kaum noch. Also, wir brauchen hier wirklich neue. Baue ich dann hier Söldner? Baukosten 9 Stück? Nee, ich baue, glaube ich, keine Söldner. Deswegen müsste ich nochmal 10.000 Söldner hier oben bauen. Auch wenn das sehr teuer ist. So, Neapel ist gefallen. Können wir mit den Spaniern bitte Frieden machen? Achso, verdammt, erst in 50 Tagen. Erst in 50 Tagen. Währenddessen besetzen sie hier Gebiete in Frankreich. Und die Briten sind auch schon in Frankreich gelandet. Hier findet eine Schlacht statt. Vielleicht sollten wir da dazukommen. Gewaltmarsch. Weil wir noch weit weg sind. So, man ist jetzt die Steiermark mal besetzt. Das dauert aber irgendwie länger als sonst. Vielleicht haben die dann einen Verteidigungserlass. Ah, wir haben Treviso gewonnen. Sehr schön. Dann können wir auch. Dann brauchen wir gar nicht den Militärzugang hier. So, dann marschiert doch mal hier weg. So, jetzt können wir nämlich Frieden schließen. Machen wir erstmal mit Venedig. Ich hätte gern euer ganzes Geld, danke. Und eure Kriegsreparationen auch. Weil ihr verdient bestimmt sehr viel. Ja, das reicht mir. Geld und Kriegsreparationen von Venedig. Sehr schön. Haben wir sie aus dem Frieden. Haben wir hier Frieden hinbekommen? Mein eigentlicher Plan war ja tatsächlich, Hamburg zu erobern. Wie viel würde mich denn das an aggressiver Expansion kosten? Kann ich in 3 Tagen sehen. Okay, wir sind hier dabei, das zurückzuerobern. Sehr schön. So, hier Provinzanzeigen. Hamburg. Wenn ich Hamburg erobern möchte, kostet mich nur 11. Okay, das wäre also kein Problem. Oh, die ganzen anderen Gebiete. Wartet mal. Wartet mal. Wie viel kostet mich das jetzt hier gerade? Hä? Passt doch irgendwas nicht. Das kostet mich 11. Und dann kostet mich Linz 13 und die Ostmark 17. Aber wenn ich Hamburg rausnehme, dann kostet es mich 13. Das macht nicht viel Sinn. 5, 13, 8. Hä? Unten links die aggressive Expansion. Hier mit 11, hier mit 14. Seltsam. Ist das so viel billiger, wenn wir das über Hamburg machen? Aber gut, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen Frieden mit den Österreichern schließen, bevor die neue Truppen ausheben. Aber wir haben ja auch aktuell kaum aggressive Expansion. Wir können hier wirklich Gebiete noch erobern. Was brauchen wir denn, um Deutschland zu gründen? Da schauen wir uns noch zum Schluss der Folge an. Zum Schluss dieses kleinen Specials. Genau, Brandenburg tun wir ja gerade auch uns holen. Mit Bayern sind wir, glaube ich, nicht im Krieg. Hamburg brauchen wir noch, das Zoll. Dann haben wir alles, glaube ich. Berlin, Braunschweig, Sachsen, genau. München. Elsass haben wir. Nee, Elsass, ja, haben wir bald. Und das da oben brauchen wir nicht. Da reicht einer der Punkte. Okay. Gut, ja, dann sind wir doch auf einem. Was haben wir denn hier? Oh, Ostindisches Handelshaus. Ein weiterer Händler, Handelseinfluss und Geld, das machen wir doch. Sehr schön. Dann sind wir jetzt erstmal hier auf einem guten Stand. Machen beim nächsten Mal noch Frieden mit den Österreichern. Bis dahin alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar mit dem kleinen Intermezzo der Hessen.